Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder am Stissel hier, Escape from Tarkov, PMC-Runde auf Woods. Diesmal nicht Pistol, sondern mit der Ada. So, wo sind wir denn hier schon wieder gespawnt? Ich will, dass ich gleich wieder Boom mache. Ich muss mich erstmal orientieren, ich habe noch keine Ahnung, ich bin irgendwo auf irgendeinem Hügel. Nicht Beinchen brechen. Oh, hier sind wir diese. Nein. Die Richtung. Alles klar. Beinchen brechen. Nicht gut. Minen nicht gut. So, und wir wollen mal wieder gucken, ob wir wieder mal zum. Gott, ich bin auf der anderen Seeseite irgendwo, glaube ich. Kann sein, dass hier rechts irgendwo Outskirts ist. Oder vor mir. Ist das das Haus hier rechts unten ist Outskirts und das ist dieses komische Scaffhaus oder wie das heißt, kann sein? Oh. Jo, mega. Freie Fläche. War immer scheiße. Gibt es hier drin eigentlich irgendwas? Ich glaube, ich war da einmal drin. Da gab es hier nichts. Naja. So. Legt euch nicht mit Sohan an. So, wir versuchen wieder ins Military Camp zu kommen. Mein neuer Lieblingsort. Um zu gucken, ob wir da einfach wieder Saliva finden. Um die Quest mal weiterzumachen. Ich habe halt erst eins. Und da gibt es ja noch was zu tun. Und auch wenn das jedes Mal eine risky Route ist, wo muss ich auch lang? Roadblock ist nachher ein Ausgang, das ist gut. Den nehme ich gerne. Muss ich ja jedes Mal hier durch dieses blöde Sägewerk. Oh, und das ist nicht so witzig. Guck mal, es hat den ganzen Server zum Erschüttern gebracht. Oben rechts das Symbol zeigt wieder an. Mega nervig. Oh Mann, hör auf damit. Aber woran liegt das? Kann mir mal einen Tipp geben? Ist das wirklich nur Server? Also kann ich selber da irgendwas beeinflussen oder muss ich damit leben? Das ist doch scheiße. Das kann man sich doch in so einem Spiel gar nicht erlauben. Pump, das hört sich mal an, wenn ich so eine Falltür trete. Oh man. Irgendwas. Ja, toll. Warum sehe ich denn so verschwommen? Warum bin ich. Alter, willst du mich. Ich habe nichts zu trinken mitgenommen. Oh nein. Das ist nur Essen, ne? Ja. Oh fuck you. Oh Gott. Warum schalte ich denn nicht mit 100 hier rein? Da, also manchmal bin ich auch echt. Ich bin zu dusselig für dieses Spiel. Sag's euch, wie es ist. Ich wollte da hinten ins Military Camp. Ich muss hier heile durchkommen und ich verdurste schon, bevor ich überhaupt ankomme, wo ich hin will. Meine Fresse. Schon. Oh man. Was ist das denn?
ist das für ein... Nein, was ist das für ein... Hammerklasse 3. Oh nee, da kann ich nicht mit Headset spielen. Naja. Eigentlich sind wir mal ehrlich, müssten wir jetzt über den Roadblock raus und hoffen, dass wir noch da ankommen, oder? Der Blick getrübt. Ja, wow. Das. Alter Vater. Hab ich mich erschrocken. Headshot. Bam. Golden Eye. Ja, mein Helm ist schick gewesen. Heatnape. Headnape. Oh. Ja, ich würde sagen, habe ich mit der Dummheit verdient, aber dieser Headshot war wirklich crazy. Und das ist so übel als Anfänger. Kannst du machen nichts. Geht wahrscheinlich auch jedem anderen so. Ja. Ich würde sagen, wir machen kurz einen Break und sehen uns gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. Da sind wir wieder auf Wood. Diesmal PMC. Diesmal Scav. Wir müssen Deadman's Place, Scav Bunker, Scav Bridge. Okay, Deadman's Place finde ich immer ganz witzig. Und dann baue ich hier nur durchs... Was haben wir eigentlich so? Schön, wir haben einen Rucksack, wir haben ein Dings. Nehmen wir mal... Oh. Oh, schenken mir Geld. Ist ja nett. Wie viel Zeit habe ich noch? 22? Doch ganz schön viel. Wir gucken mal wieder ins Militärcamp. Und schauen einfach mal, was wir da noch absnacken können. Loot-technisch. Und versuchen dann ganz gechillt Deadman's Place einmal rum vielleicht rauszukommen. Nachdem die PMC-Runde ja gerade nicht so erfolgreich war. Da sehe ich schon wen. Das ist aber ein Scav, glaube ich. Scavs sind gut, Scavs sind lieb zu mir. I hope. Hallo. Oh, warte mal, liegt da wieder irgendwas Gutes? Tisch ist unser Leber, aber da er kein Geräusch macht, scheint das eben nicht für die Quest zu zählen. Okay. Ich glaube, jetzt weiß ich, das muss man mit dem PMC looten. Schade, schade, schade. Schön, dass ich so einen großen Rucksack habe. Gefällt mir. Mich, die trinke ich nicht mehr. Das ist nicht gut.
буду пить аккуратно, но сильно. Ну, сожрать бы, конечно, вообще не помешало бы. Ja, oh, das ist ein Spieler, sonst würde er noch nicht so rumwackeln, oder? Ah. Der Gegner. Oh, mega leck schon wieder. Dieses Scav, vertrau mir, ich erschieße dich auch nicht, das ist schon immer so eine Sache, ne? Hinten hier so lang. Weck mich nicht so. Meine Güte. Okay, so, komm. Nehmen wir den, hauen wir das mal weg hier. Leckeren Outflakes. Bandagen. Das mal weghauen. Hier ist er aus, Skiff. Oh man. So. So. Water. Water ist gut. Und wir tun die Munition mal weg. PS-Muni, kein Platz mehr. Mach dir mal. Ich glaube, ich verdünnisiere mich jetzt mal langsam. 15 Minuten ist eigentlich ganz gut. Aber ich habe auch noch ein kleines Wegchen vor mir, ne? So Dead Man's Place. Da ich nicht schwimmen darf. Oh man. Ja, doch auch zu. Ja. Ich hab so einen schönen vollen Rucksack, da möchte ich gern rauskommen. Ich finde, das kann man mir jetzt auch mal wieder gönnen nach so ein paar Misserfolgen mit Minen und Dehydrieren und überhaupt. Ich in die Kiste noch rein eigentlich. Eigentlich bin ich ja voll, ne? Aber es ist so die Gier.
Ach, weißt du was? Komm, wir hauen ab. Nicht gierig werden. Wir versuchen jetzt nach Hause zu kommen. Oh, bitte jetzt nicht snipern. Bitte jetzt nicht snipern. Statman's Place eigentlich auch ein PMC-Extract oder nur ein SCAF-Extract? Weiß ich gar nicht. VPO ist, glaube ich, auch keine gute Waffe, kann das sein? Das ist dieser Dead Man. Oh, der hat noch was. Weiß ich auch noch nicht. Kann man das irgendwie looten? Ohne dass man vorher raus. Wahrscheinlich irgendwie um die Ecke. Guck mal, das machen wir mal so. Können wir einklappen. Das Wasser. Schön. Also, ein bisschen Heilung, ein bisschen Essen, ein paar Leber. Passt. Passt. Das war doch mal wieder etwas erfolgreicher, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, starten wir die nächste Runde als PMC wieder. Ich sage schon mal schönen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Abo da und ein Like, wenn es euch gefällt. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.